Herzlich willkommen, schönen guten Morgen im Biotech. Da würde ich mal einen kleinen Test machen. Ich habe hier aktuell relativ angenehme Temperaturen von knapp 20 Grad. Seitdem ich das letzte Mal hier am Stream war, ist das eine deutliche Verbesserung. Ich glaube, als ich das letzte Mal hier war, waren es 36 Grad. Hat sich ein bisschen was getan seitdem. Ja, und ich habe meinen Rechner umgebaut. Habe eine bessere Kühlung verpasst. Aber ich schalte euch mal noch jetzt hier den Countdown aus, damit der nicht mehr im Weg steht. So, falls ihr euch wundert, was für Zahl da unten links jetzt steht. Das hier ist die Prozessorauslastung, die unten links an der Ecke hier ein bisschen rumdümpelt. Ich schiebe es mal ganz in die Ecke. Ich will nämlich sehen, was mein mittlerweile gut übertakteter Core i7-920. Ja, es ist tatsächlich ein 10 Jahre alter Rechner, der am Laufen ist. Die Beschreibung stimmt, die in meinem Kanal drin steht. Wie gesagt, der Prozessor hat hier gerade die Aufgabe, den Stream zu stemmen, und er muss zeitgleich auch noch aufzeichnen. Und das Ganze alles nur über die Software Rendering-Einstellungen von OBS. Und das ist einfach mein kleiner Test heute, ob er es schafft oder ob er in die Knie geht, denn mit meiner verbesserten Kühlung hoffe ich, dass er jetzt durchhält und nicht den Stream abbricht mit einem netten Bluescreen. Und was habe ich heute vor? Bis auf den Versuch, meinen Husten zu unterdrücken, bin ich relativ stark erkältet, immer noch, habe ich vor, heute einfach eine kleine Zusammenbauaktion zu machen. Man sieht ja schon eventuell hier, was hier steht. Ne, sieht man nicht. Muss ich mal umbauen. SpongeBob-Taste kann weg. So, ich schalte mich mal auf die Kameras um. Ich habe nämlich das gestellt in meinen Aufzeichnungen. Ich schalte viel zu sehr links meine Kamera nicht auf Details und lasse mal die beiden laufen. So, gehen wir ein bisschen rüber. Und zwar will ich heute für den Raspberry Pi. Was ist das jetzt? Der Raspberry Pi 3 Modell B Plus ist also der neueste. Den möchte ich heute startklar bekommen. Ich habe schon passendes Netzteil gekauft. Ich habe mir eine SD-Karte gekauft, auf der schon ein Betriebssystem drauf ist, weil Tatsache, die SD-Karte, Micro-SD-Karte natürlich in dem Fall, die hat während des Kaufs weniger gekostet als eine leere aus der gleichen Serie und in der gleichen Größe. So, was habe ich hier noch vor? Zeige ich mal. Der Raspberry Pi hat ja keinerlei Kühlung. Ich hatte mir damals so ein Kühlungsset gekauft. Okay, gehen meine Raspberries immer noch kurz nachdem ich sie gebaut habe, gehen wir weg. So, ich zeig mal, warte mal, irgendein Stift oder sowas. Zum Zeigen dürfte es besser geeignet sein. Jo, hier haben wir was Buntes Schönes. So, das ist ja hier der Hauptprozessor. Ja, mal gucken, warte, hier habe ich, sehe ich gerade. Ich habe noch das Bild im Weg, das muss weg. Klack. Ja, hier nehmen wir es auch noch weg. Klack. So, und jetzt sollte das hier funktionieren, beide Kameras, die von oben und die von der Seite. So, und wie gesagt, das hier ist die CPU, der Hauptprozessor, und um den zu kühlen, hatte ich mir so ein Kühlungsset gekauft. Das waren ja ein paar kleine Alu-Rippen. Ich habe mir diesmal keine neuen gekauft. Ich habe vor, das mache ich aber nicht heute, wie gesagt, heute gibt es noch eine kleine Testrunde, mir ein paar alte Kühlkörper zu zersiegen. Ich habe da jemand zwei Modelle rausgesucht, die ich von alten Mainboards runter habe oder von alten kaputten Grafikkarten. So, der hier ist perfekt, was dieses Thema Oberflächenerweiterung geht. Ich kann mir hier die Seiten, die kann ich mir wegschneiden. Da wird dann einfach gesägt. Das mache ich aber nicht jetzt. Aufgrund der Uhrzeit, die wir gerade haben, kann ich hier unmöglich sägen. Das geht nicht. Kann ich meinem Nachbarn nicht zutrauen. Und er sieht nicht allzu viel, weil er kein Licht drauf kommt, habe ich den Eindruck. Ha, der Mikrofon ist im Weg. Ich gucke, ob ich die Kamera ein kleines Stück vorziehen kann. Wird hier eng mit der Kabellänge. Jetzt kann ich die Kamera nämlich nicht mehr drehen. So, jetzt müsste es aber klappen. Da ist mehr Licht drauf. Ja, wunderbar, jetzt sieht man schön. Der hat super schöne, viele Finnen drauf und der sollte perfekt zur Kühlung geeignet sein. Den werde ich mir dann zurechtziehen. Ich werde mir den Spaß hier abmessen. Hier, wo die CPU ist. Werde mir das Ganze dann anzeichnen. Und werde dann später mir eine Kühlrippe davon fertig machen.
die ich dann da drauf packen kann. Ich habe hier noch einen anderen Kühlkörper, auch von einem alten Mainboard. Der ist eher nicht so gut geeignet, weil man sieht, er hat zwar ein sehr dickes Material, ich habe die Hand davor, auch schön mal sehen könnt. Das Material ist ziemlich dick, hat aber den Nachteil, dass die Oberflächen nicht allzu sehr vergrößert werden dadurch. Das heißt, den werde ich wohl eher nicht nehmen können. So für so einen Chipsatz oder so, weil der schon gut geeignet. Aber auch hier in der Mitte hat man nochmal die zusätzlichen Finnen drauf. Das war dann noch hier oben immer relativ warm. Der ist für was anderes geeignet, aber nicht für den Raspberry Pi. Als zusätzlicher Kühlkörper. Und wie gesagt, wenn ich den jetzt zurechtgesägt habe, der hat auch eine schöne Farbe. Ich gucke mal, dass ich möglichst wenig davon zerstöre. Dass der anspätestens, wenn der hier drauf ist, dann auch irgendwas in Ordnung aussieht. Ja, der würde dann später hier dann über die CPU drüber kommen. Ob ich ihn heute noch zum Laufen bringe, weiß ich nicht. Wird sich zeigen. So, Tastatur lege ich erstmal weg. Eigentlich brauche ich zum Bedienen momentan hier nur die Maus. Und ich habe nämlich noch vor, mir ein Gehäuse zusammenzubauen. Und da habe ich mein Gehäuse. Das werde ich jetzt gleich als allererstes einmal zusammenbauen. Mal gucken, ob ich ohne Anleitung hinkomme. Und da steht auch immer ganz wichtig: Bitte entfernen Sie vor der Montage diese Schutzfolie. Früher stand da noch drauf, wegen genauer Passgenauigkeit war es nötig, diese Folie zu entfernen, damit man dann anschließend das Ding überhaupt ineinander gesteckt bekommt, weil das sind ganz präzise zusammengeschnittene Teile. Jetzt steht nur noch drauf, bitte entfernen Sie vor der Montage die Schutzfolie von einem Bauteil. Das Gehäuse wird sonst beschädigt. Und das werde ich jetzt erstmal machen. Ich werde jetzt erstmal den Spaß hier aufmachen und dafür schalte ich wieder zurück auf die Kameras. Kameras zusammen, da haben wir sie wieder. Die Kameras habe ich jetzt versucht zu positionieren, wenn ich hier mit der Kamera mit der Hand rausgehe, dass ich dann in der hier reinkomme. Das sollte passen. So, mal sehen, ob ich mein Kabel noch raus, um in meine Schublade zu kommen, wo der Cuttermesser drin ist. So, ich gucke mal, ob ich auch den Chat sehen kann. Ich hoffe, mein Chat funktioniert. Wäre toll, wenn jemand mal was im Chat reinschreiben könnte. Mal 1, 2, 3, ein Hallo und Ton gut, Ton schlecht, plus, minus. Wie ihr gerade lustig seid. Ah, brauche ich nicht mehr aufzuschneiden, ist eine Zudrucktüte, das ist sehr gut. So, dann gucken wir mal. So, dann wird das Puzzle ja hier nicht sein. Ich tippe mal auf Bodenplatte. Auf Deckenplatten und auf Seitenteile. So, das dürfte schon mal da hinkommen. Das dürfte dann das Gegenstück sein, rein von der Logik her. Danke, dass die Tüte gerade runtergefallen ist, die hebe ich nachher auf. So, und dann wird das die Deckenseite oben sein. Das wird der Boden sein, weil nämlich hier die Aussparung ist. Ja, ich habe gesagt, ich habe versprochen, ich werde heute mehr hin und her schalten. So, hier haben wir nämlich dann die Aussparung drin. Da wird nämlich dann der Schacht von der SD-Karte hinkommen. Und wird dann später vermutlich so aussehen. Dann kann man nämlich da jederzeit die Micro-SD-Karte wechseln. Gut, fangen wir an, schon mal die Folie hier abzuziehen. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass mein Chat funktioniert. Ich habe hier mal bei OBS, ne, nicht bei OBS, ich habe jetzt bei Twitch versucht, hier mich durch die Kategorien durchzuwühlen. Und ich bin der Meinung, dass die Kategorien Makers und Crafting hier am ehesten passen, weil ich spiele ja nicht, sondern ich versuche etwas zu bauen oder etwas zusammenzubauen, umzubauen. Wie auch immer, ich gucke mal, was meine CPU-Last sagt. Sieht super aus. 74%. Ja, ich will mir den nicht zerkratzen, aber ich bin da müsste noch eine Folie drauf sein.
Ja, ich meine ja. Ich meine, da ist noch was drauf, denn hier sehen wir die Seite, die vorher abgezogen ist, die ist glatter, die glänzt mehr. Ich habe noch keine Fingernägel und deswegen ist es sehr schlecht, den Anfang zu finden. Ja, habt ihr Anfang gefunden? Da ist er und jetzt kommt auch die Folie ab. Ja, Folie Nummer 2. Erster Teil, ich schalte hier nochmal für alle Kameras. So, man noch was sieht. Das Cuttermesser kann ja schon wieder weg. Hat ja schließlich alles seinen Platz hier. Und mit den Seitenteilen das gleiche. In grün. So, hier waren wir bei dem hier. Da pule ich wieder dann den Spaß ab. Ja. Kommt die Folie dann ab. Ist sehr schwer zu sehen, dass da irgendwo ein Anfang ist. Muss man echt immer popeln. Kratzen an den Ecken, aber vorsichtig kratzen. Ich möchte ja nicht meinen Kunststoff zerkratzen. Ja, dann kann man dann die Folie abziehen. Ja, wie gesagt, im Sommer ist mir hier öfter mal der Rechner echt in die Knie gegangen. Hier waren zwei Rechner am Laufen, hier drin war es nicht mehr auszuhalten. Morgens um 5 habe ich den Stream abgebrochen, bei knapp 36 Grad. Das ist heute hier mit 20 Grad super angenehm. Schon fast zu warm angezogen, aber vorhin war hier noch 16 Grad. Und dank der Beleuchtung des laufenden Rechners, die Monitore sind ich mittlerweile bei 20 Grad. Ich bin ja nämlich schon seit, naja, gut 3 Stunden am Einstellen. Neues OBS drauf, neuen Firefox drauf. Eine Einstellung machen, Streamlabs wieder einstellen. Denn ich hatte massive Tonprobleme und diese Tonprobleme beim Streamen und beim Aufzeichnen, die waren echt übel. Massive Aussetzer gehabt. Ich hoffe, die sind jetzt nicht wieder der Fall. Ich kann jetzt hier nicht reinhören. Sollten Tonaussetzer da sein und jemand im Chat sein, bitte einmal reinschreiben. Ich drücke mal noch ein bisschen zu mir. Ja, mir fehlt noch die Möglichkeit, eine Kamera hinter mir einzurichten, die so ein bisschen über mich drüber guckt. Aber die Webcams, die haben immer irgendwie relativ kurze Kabel. Und ich habe keine Möglichkeit gefunden, ein Kabel so zu verlängern, dass es noch klappt mit der Übertragung der Bildsignale. Und trotzdem die Kamera so schräg hinter mir zu positionieren, dass die quasi in die gleiche Richtung guckt wie ich. Also an mir vorbei. So, das Teil hier scheint alles zu verbinden. Dürfte das Seitenteil sein, wo der HDMI-Anschluss ist. Von der Logik her würde ich mal sagen, man sollte dann später so hinkommen. Obwohl es mir ziemlich weit oben erscheint. Und wäre für mich sinnvoller, logischer. Ja, so, so wird ein Schuh draus. So sollte es dann später aussehen. Auch hier sieht man, es ist noch matt. Folie drauf muss runter. Ist natürlich ein bisschen kontraproduktiv, dass die Folie jetzt schon vor dem Zusammenbauen runter muss. Kann natürlich beim Zusammenbauen Kratzer geben. Ich hoffe, dass ich es schaffe, kratzerfrei zu bleiben. Und ich hoffe, dass ich möglichst wenig husten muss. Und bestimmt an meiner Stimme hört, bin ich immer noch erkältet. Aber ich kann auch nicht runterregeln, selbst wenn ich das Mikrofon ausschalten würde. Würde es nichts bringen, das zweite Mikrofon nimmt es dann trotzdem auf.